Ich fand auch N'Golo Kanté war für mich einer der Transfers, wo ich wirklich das erste Mal so mir dachte, wow, krass, das hätte ich nicht erwartet, dass so ein Spieler, der ja auf jeden Fall noch paar gute Jahre vor sich hatte, auch im europäischen Fußball, dass der jetzt sagt, okay, ich bin weg. Und mit Karim Benzema natürlich auch den aktuellen, aktiven Ballon d'Or-Gewinner. Nach meinen Infos verdient er 200 Millionen netto. Das ist halt schon geisteskrank, ne?